Hallo und herzlich willkommen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wer mir mehr leid tun soll, der Herr Bundespräsident oder das Volk. Ich habe natürlich schon zwei Videos hochgeladen, eines ja, die Salzburger Festspiele, das andere Bregenz und habe sie auch schon ein bisschen analysiert. Aber ich möchte heute natürlich jetzt noch eine Aussage hervorheben und der Herr Präsident suchte in Salzburg das Verbindende und er meint natürlich, wir sollen miteinander auch natürlich jetzt wieder reden und diskutieren. Und als Symbol dafür hat er Folgendes gesagt. Zitat, nicht, dass es mir leicht fällt, aber reden Sie mit Leuten, die nicht zu Ihrer Gruppe gehören, indem wir auch denen folgen, deren Meinung vielleicht nicht so ganz unserer Meinung entspricht. Wir diskutieren kaum mehr miteinander. Als Symbol dafür, und da nimmt er sein Handy zur Hand, werde ich ab heute dem Instagram-Account von Norbert Hofer folgen. Zitat Ende. Also, was lese ich denn aus diesen wenigen Zeilen heraus? Zum einen ein, ja, Bemühen, auf symbolischer Ebene mit Menschen in Kontakt zu sein. Nun, wir wissen natürlich in der heutigen Zeit, dass gerade, ich sage mal, Facebook, Instagram oder TikTok nicht die geeigneten Medien wirklich sind, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist ja für mich gesehen eine Pseudokommunikation und nicht wirklich verbindend, sondern oft missverständlich, sehr stark reduziert und meistens auf zwei bis drei Wortsätze oder gar eben nur Smileys oder Emojis eben reduziert. Also das heißt, er zeigt auf der bildlichen Ebene, dass letztendlich die Kommunikation in unserer Zeit eben auf Bild, Emojis und eben die Bildsprache reduziert ist und gleichzeitig aber auch natürlich, dass er meint, Kommunikation findet auf dieser Ebene statt. Denn wenn er wirklich kommunizieren wollen würde, meiner Meinung nach würde er selbstverständlich das reale Gespräch mit Norbert Hofer führen. Also, das heißt, es ist letztendlich nur eine Darstellung, ein Schauspiel, sage ich einmal, auf einer politischen Bühne, um pseudohaft mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Also, meiner Meinung nach nicht ernst zu nehmen. Andererseits, offen gesagt, bieten sich natürlich gerade auch Politiker in Deutschland und Österreich auf TikTok an. Und ich erinnere natürlich auch hier wieder die Mickey Maus von Herrn Bundespräsidenten, als er zu Wahlkampfzeiten versucht hat, die Gruppe, die Jugendgruppe auf TikTok zu erreichen und eben dafür Mickey Maus las. Das heißt, es findet hier eine Anbiederung statt, aber auch auf einer Ebene, die meiner Meinung nach eines Amtes auch eines Bundespräsidenten so gar nicht entspricht. Da kommt bei mir so eins, oh, ouch, ja, das geht so richtig unter die Haut. Und natürlich auch nicht anderer Regierungsmitglieder, die da irgendwie verkleidet herumhupfen und sich auf ein Niveau begeben und aber natürlich auch darstellen, dass sie sagen, ja, ihr seid ja eigentlich verdummt, verblödet oder wir selbst sind jetzt auch die verdummt verblödete Gesellschaft. Und gleichzeitig zeigt aber das Gesamtbild, dass wir wahrhaftig in einer Zeit leben, wo Dummheit, Verblödung geistig schmerzen. Ich weiß nicht, ob das auch jemand so wahrnimmt, aber mir tut das regelrecht körperlich weh. Das geht im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut. Ja, das dockt im Schmerzzentrum an. Auf der einen Seite wie Menschen für dumm und blöd verkauft werden. Auch hier wieder Deckel am Topf. Ja, die Kampagne von 3,6 Millionen wiederhole ich immer wieder, weil das bleibt natürlich in Erinnerung. Und er möchte sich jetzt symbolisch an, ja, oder Norbert Hofer annähern, wo wir doch genau wissen, dass das nur eine Symbol- und Bildsprache ist. Denn wenn es ihnen wirklich um Brücken bauen gehen würde, würden sie nämlich hinhören, hinsehen, wie es den Menschen in der Not wirklich geht, den armen Kindern,
den ausgegrenzten Menschen, die noch immer ja, darunter leiden, dass sie ihren Job verloren haben. Ich erwähne vielleicht auch hier die Schauspielerin Eva Herzig, die sich ebenso eingesetzt hat und jetzt keine Jobangebote bekommt und viele andere, die jetzt nicht ja, öffentlich bekannt sind, darunter leiden. Und natürlich auch viele, viele andere, und die an dieser Not, Inflation, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr, sehr leiden und auch betroffen sind. Also all das ist für mich alles nur ein Bühnenspiel auf der politischen Bühne des Scheins. Und gleichzeitig wird natürlich auch gesagt, wir sollen optimistisch sein, das habe ich auch schon gesagt. Natürlich, Herr Bundespräsident, wenn Sie ja, die Festspielgäste in Bregenz und Salzburg anspielen, sei Ihnen vergönnt, aber dort können Sie natürlich sagen, seien Sie optimistisch. Aber Menschen, die so lange schon unter Not sind, die Spaltung so stark und ja, der Herr Präsident war ja die letzten 3 Jahre auch nicht wirklich präsent, als es darum ging, Menschen auszugrenzen, zu spalten. Da hat er geschwiegen. Und es reicht nicht, 2-mal im Jahr eine Ansprache zu halten und ja, meiner Meinung nach hohle Worte zu reden, die für mich wie Schall und Rauch sind. Und mit Verlaub auch für viele Leute, Menschen auch zynisch klingen. Denn, ja, ich denke, wir fühlen uns weder gesehen noch wahrgenommen, noch ernst genommen. Und ganz ehrlich, ich denke, wir haben Angst. Angst vor einer Zeit, die geprägt ist durch Willkür, Not und vor allem, dass all das noch schlimmer wird. Enteignung, Bevormundung. Und auch der Herr Präsident hat gesagt, wir dürfen natürlich glücklich sein, wir sind frei. Und ich habe natürlich auch in den anderen Videos schon gesagt, wir sind nicht frei. Wie kann ein Mensch frei sein, der Angst hat, sein Eigentum zu verlieren? Denn jetzt auch natürlich durch die ganzen Novellen oder neuen Gesetze, die jetzt schon beschlossen sind oder teilweise noch bevorstehen, wie in Deutschland vor allem auch Wärmepumpen und so vieles, wo Menschen, die lange gespart haben auf ein Eigenheim, jetzt davor stehen, so viel Geld zu zahlen. Und ich kann auch sagen, wir haben auch eine Hausversammlung gehabt und wir haben 30 Parteien, 2 Häuser und es wurde uns gesagt, bis 2030 werden wir wahrscheinlich natürlich erneuerbare Energien, ja, das tun müssen. Und das kostet die beiden Häuser zwischen 300.000 und 400.000 Euro. Und das ist natürlich etwas, wo wir alle wissen, dass nicht nur dadurch die Immobilienpreise fallen werden und viele aus der Not verkaufen müssen. Und gerade jene, die über 30, 40 Jahre hart gespart haben, stehen davor, ihre Existenz zu verlieren, weil wir das Klima retten müssen. Und ich möchte natürlich auch jetzt verlinken, dass ein ja, Pilot über Rhodos eine Aufnahme gemacht hat, wo Rhodos brennt und gleichzeitig erkennt man aber, dass da ja, die Realität offensichtlich eine andere ist. Also, was ich damit sagen möchte, wir werden durch Bilder manipuliert, wir werden in die Irre geführt, wir wissen nicht mehr, was Wahrheit, Lug und Trug ist. Und dann stehen Politiker auf der politischen Bühne und reden Worte, die für mich nur Schall und Rauch sind. Geistig auch Schmerzen und oftmals körperlich auch wehtun. Denn das dockt im Schmerzzentrum an. Und noch einmal, ich weiß nicht, ob mir der Herr Präsident auf eine Art und Weise auch leid tut. Denn, ja, ich denke, man müsste doch erkennen, dass das alles ja, nichts mit der Realität zu tun hat und die Menschen im Stich gelassen werden. Aber
Mir tun die Menschen leid, denn der Herr Präsident und all die Regierenden tun mir nicht leid bei einem Gehalt zwischen 15.000 und 27.000 brutto. Deshalb können diese Menschen offensichtlich optimistisch in die Zukunft schauen, voll Freude lachen und Champagner trinken. Aber ich meine, auch wir sind nicht Opfer. Wir haben eine Stimme, wir haben die Wahl. Und ich glaube, dass wir, und das sage ich in allen meinen Videos, aufstehen dürfen, friedvoll aufstehen dürfen, um unsere Rechte eben einzufordern, aufzuklären, mündige Bürger zu werden, stark zu sein und eben für unsere Würde und Menschenrechte einstehen. Denn es darf nicht sein, dass wir als dumm, blöd eben angesehen werden.